Britta Karlsson, die Mannschaft ist jetzt seit ein paar Tagen in Montpellier. Sie hat trainiert, sie war am Strand. Wie ist die allgemeine Lage? Ja, sehr gut. Wir hatten ein gutes Training, gute Einheiten. Zum Glück war es noch nicht ganz so heiß. Heute ist der erste richtig schöne Tag und gestern am Strand hatten wir auch echt einen schönen Nachmittag. Wir haben Jennifer Marojan im Training gesehen. Was macht denn der Zeh? Ja, es geht voran. Also sie fängt jetzt so an, mit dem Ball ein bisschen was zu machen. So nach und nach ist immer fleißig, auch im Krafttraining und am Radfahren. Wir sind da guten Mutes. Gibt es denn medizinische Maßnahmen, die diesen Genesungsprozess ein bisschen beschleunigen könnten? Ja, sie ist natürlich täglich in Behandlung. Alles, was man machen kann, von Lymphen, Massagen, auch alles andere, was den Bluterguss auch mal rausgibt, das wird schon gemacht. Und was sie halt trainieren kann, das geht. Haben Sie sich denn intern vielleicht ein kleines Ziel gesetzt, so einen Wunsch, wann sie in die Mannschaft zurückkehren könnte? Sagen wir mal, meinetwegen Viertelfinale? Ja, ist schwierig, weil das so eine Verletzung ist, da kann man das nicht so vorhersehen. Also wir gucken wirklich von Tag zu Tag, ist keine Floskel, weil anders geht es auch nicht. Man muss immer ein bisschen steigern, die Belastung, und dann sieht man, wie der Zeh dann auch reagiert. Wir haben die Mannschaft jetzt zweimal gesehen, zwei Siege, zweimal 1-0 mit viel Kampf, mit viel Willen, aber auch mit Glück, muss man sagen. Und wir haben von den Spielerinnen gehört, dass sie nervös waren. Ja. Welche Rolle spielt in dieser Phase Birgit Prinz? Ja, eine ganz wichtige. Also Birgit ist schon lange jetzt bei uns dabei in den letzten Tagen gewesen und versucht natürlich durch viele Gespräche auch die Nervosität ein bisschen zu nehmen. Ich glaube, es ist aber normal, dass wenn man eine WM spielt und viele Debütanten dabei hat, dass die Nervosität einfach da ist. Wir hoffen natürlich auch jetzt mit dem Punktepolster und mit den zwei Siegen halt in das nächste Spiel zu gehen, dass die Nervosität ein bisschen weg ist und wir zu unserer spielerischen Form auch finden. Aber interessanterweise trumpfen ja gerade die ganz Jungen besonders auf. Wir haben die zweite Halbzeit gegen Spanien gesehen. Da waren alle drei Spielerinnen unter 20 im Einsatz. Das heißt, die Bundestrainerin vertraut auch der Jugend. Wie gehen die denn selber mit dieser Verantwortung um? Ich glaube, das ist das Gute, dass sie halt so gar nicht so viel nachdenken, dass sie einfach auf den Platz kommen, da sind und das machen, was sie können, wirklich gut Fußball spielen. Und ich glaube, das macht es dann wirklich manchmal einfacher. Wenn man schon lange dabei ist, dann hat man vielleicht mehr Druck, dann setzt man noch mehr voraus, dann will man noch perfekter vielleicht spielen und die machen einfach. Und das Vertrauen haben wir in jede Spielerin bei uns. Und wir haben wirklich einen Kader, und das ist keine Floskel, wo jede Spielerin auch tatsächlich immer spielen kann. Jetzt geht es morgen gegen Südafrika, das letzte Spiel in der Vorrunde. Es würde ein Punkt reichen für den wichtigen Gruppensieg. Ich gehe mal davon aus, Sie spielen dennoch auf Sieg? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir uns alle vorgenommen. Wir wollen auf jeden Fall mit 9 Punkten in die nächste Runde. Das ist unser Ziel, auch wenn es richtig schwer wird, weil wir wissen, Südafrika ist eine Mannschaft, die will auch nochmal gewinnen, die will ihre ersten Punkte holen hier. Die kennen Sie noch gar nicht. Nee, aber wir haben sie jetzt ja beobachtet, wir haben sie analysiert und wir wissen, die anderen Mannschaften haben sich schwer getan. Und zwar bei Spanien mit 2 Elfmetern und die kämpfen bis zum Umfallen. Die sind leidenschaftlich und haben wirklich auch gute, schnelle Spielerinnen vorne. Dankeschön und viel Erfolg, Britta Karlsson. Danke.